Wenn du dich dazu entschieden hast, das Klavierspielen zu lernen, hast du bereits den ersten Schritt gemacht, um eine wunderbare Reise in die Welt der Musik anzutreten. Doch bevor du dich voller Enthusiasmus an dein Instrument setzt, gibt es einige wichtige Dinge, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. In diesem Video werde ich dir 5 essentielle Tipps geben, die dir dabei helfen werden, deine Klavierlernreise erfolgreich zu starten. Ganz egal, ob du ein kompletter Anfänger bist oder ob du bereits schon einige Erfahrungen hast, diese 5 Dinge werden dir dabei helfen, schneller und effektiver zu lernen und die Freude am Klavierspielen auch lange beizubehalten. Mein erster Tipp ist, stell dich mental darauf ein, dass es ein bisschen dauern wird, bis die ersten Erfolge kommen werden. Ich weiß, niemand will sich gerne in Geduld üben, ja. Ich würde auch gerne von heute auf morgen lieber 10 Kilo verlieren, als dafür vielleicht jetzt ein ganzes Jahr zu brauchen, ja. Aber wie heißt es so schön, gut Ding will Weile haben. Deswegen sei geduldig und sei okay damit, dass du eben nicht von heute auf morgen zum Klavierprofi gleich wirst, ja? Du weißt, wie das Sprichwort heißt. Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Und das kann man sich eigentlich bildlich auch ganz gut vorstellen, ja? Wenn ein Haus jetzt noch komplett im Rohbau ist, dann ist es hässlich und kalt und staubig und man muss bei jedem Schritt aufpassen. Und dann erst nach und nach, wenn es wohnlicher wird, ja, fängt man dann an, sich auch wirklich wohl und sicher zu fühlen in den eigenen 4 Wänden. Man beginnt das Zimmer schön einzurichten und zu dekorieren, ja. Und wenn du Klavier spielst, dann ist das Ganze ganz, ganz ähnlich, ja. Am Anfang hört sich meistens alles noch ganz roh und holprig an und erst mit der Zeit kommen dann eben immer mehr die Feinheiten und man wird immer besser und besser und vertrauter auch mit der Tastatur. Und das ist natürlich wichtig, das auch ein Stück weit im Blick zu haben, damit man diese Rohbauphase, sage ich jetzt mal, überhaupt übersteht und durchhält. Dazu gleich mehr in Punkt 2. Halte durch, auch wenn es kompliziert wird. Klavier zu spielen kann echt Zeit brauchen und manchmal sehr frustrierend sein. Zum Beispiel ging es mir so, als ich angefangen habe, Cello zu lernen. Ja, du musst wissen, ich bin ein absoluter Cello-Fan und finde, es gibt vom Klang her fast kein schöneres Instrument auf Erden. Und es war ein großer Traum von mir, dieses schöne Instrument in den Händen zu halten und den Klang einfach ganz nah bei mir zu haben. Und dann habe ich damals tatsächlich in der Uni die Möglichkeit bekommen, zusätzlich Cello-Unterricht zu nehmen. Und ich hatte ehrlich gesagt kein konkretes Ziel dabei, sondern ich wollte einfach mal reinschnuppern und das Instrument so ein bisschen kennenlernen. Und ich werde es nie vergessen, als ich das Cello das erste Mal zu Hause ausgepackt habe und einfach so aus purer Begeisterung und ohne Erwartungen angefangen habe, meine ersten Töne zu spielen. Ja, und es war wirklich total überwältigend, ja. Doch dann kamen die ersten Unterrichtsstunden, ja. Und da habe ich erstmal gemerkt, okay, so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es ja gar nicht, ja. Also wenn es dann darum ging, mit welchem Fingersatz spielt man jetzt eigentlich was, da hätte ich wirklich durchdrehen können, ja. Das war mir viel zu kompliziert. Und dann haben meine Finger total wehgetan von den Saiten und so. Und ach, dann musste ich immer dieses Monstrum an Instrument auch noch quer durch Berlin in der Bahn transportieren. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, schon nach wenigen Wochen stand das Instrument eigentlich nur noch in der Ecke. Und ich war dann echt froh an dem Tag, ja, als ich das Instrument dann wieder abgeben konnte und sich dann hoffentlich ein anderer drüber gefreut hat, ja. Also du siehst, ich habe schon bei den kleinsten Herausforderungen aufgegeben und habe mir gesagt, okay, komm, ich genieße es einfach, wenn das andere spielen, aber deswegen muss ich es jetzt nicht komplett selber lernen, ja. Zu der Zeit hat es auch dann kaum in meinen Alltag reingepasst und so habe ich tatsächlich aufgegeben. Was ich dir damit jetzt sagen will, ist, ich weiß, wie frustrierend das sein kann, ja. Man hat anfänglich diese romantische Idee, ach komm, das wäre doch so schön, wenn ich dieses Instrument spielen könnte. Und
ja, dann kommen die ersten Schwierigkeiten, ja. Und wenn dann der Wille nicht stark genug ist, dann wird das nichts, ja. Wenn man gut an einem Instrument werden will, dann kommt man einfach nicht drum rum, ja, sich regelmäßig hinzusetzen und zu üben und auch wirklich das anzugehen, wovor man sich vielleicht auch so ein bisschen drum drückt, ja. Und das braucht eben Zeit. Deswegen versuche dir zur Motivation irgendein Bild in den Kopf zu pflanzen, was dich motiviert, ja, was du unbedingt mal erreichen möchtest am Klavier. Sei es, dass du dich gerne selbst beim Singen mit Leichtigkeit begleiten möchtest, ja, oder du mal mit anderen zusammen musizieren willst, oder du gerne vielleicht mal ein kleines Konzert geben möchtest, ja. Oder was weiß ich, ja, dass du dich vielleicht einfach nur so der Gedanke, ja, dass du dich nach einem langen Arbeitstag ans Klavier setzen willst und einfach mal völlig unbeschwert und frei improvisieren möchtest, um dann wieder neue Energie zu tanken und um zu entspannen, ja. Vielleicht willst du auch deine eigenen Songs schreiben, vielleicht kann das eine Motivation sein. Oder dein Klavier im Sommer einfach mal mit rausnehmen und unter freiem Himmel schön spielen, ja. Und wenn du irgendein schönes Bild für dich gefunden hast, ja, das dich anspricht und dich motiviert, dann versuche dir das so oft wie möglich im Geiste vorzustellen, damit diese Vision einfach immer stärker wird. Denn so wirst du auch die Anstrengungen viel gelassener in Kauf nehmen, weil du weißt, was dich Schönes erwartet, wenn du eben dran bleibst. Weil ich sag dir, wenn du so eine Einstellung wie ich mit dem Cello hast, ja, von wegen, ach, eigentlich habe ich ja gar nicht vor, jemals richtig Cello zu spielen oder in ein Orchester zu gehen oder so, ja. Und eigentlich will ich ja nur mal gucken, wie das so ist. Und wenn es nicht klappt, ja, dann halt nicht, ja. Und dann würde ich wirklich das kleinste bisschen Gegenwind umhauen, ja. Und dieser Moment wird kommen, ja. Also da kannst du dich auf jeden Fall schon mal mental drauf einstellen, dass es eben im Laufe des Klavierlernens auch einfach mal Schwierigkeiten gibt. Und da kommen wir schon zu Punkt 3, übe regelmäßig. Ja, regelmäßiges Üben ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg beim Klavierlernen und versuche jeden Tag ein bisschen Zeit fürs Klavier einzuplanen, selbst wenn es jetzt nur für ein paar Minuten sein sollte. Sorge also dafür, dass die Verbindung zu deinem Instrument nie so wirklich abreißt. Ja? Ich sag mal, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du mal eine längere Pause machst. Ja? Manchmal kommen Dinge im Leben, die erstmal die höchste Priorität einfordern, klar. Und manchmal ist es dann gar nicht so verkehrt, auch einfach mal längere Zeit nicht zu üben. Aber versuche dann unbedingt irgendwann wieder regelmäßig zurückzufinden. Was dabei helfen kann, dass du regelmäßig dran bleibst, ist, wenn du zum Beispiel Klavierunterricht nimmst, ja, weil man dann einfach noch mal ganz anders hinterher ist. Oder wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Online-Kurs lernst, wo du eine Struktur hast, ja, dass du einfach einen roten Faden hast, an dem du dich irgendwie so langhangeln kannst, ja, sodass du immer wieder ganz genau weißt, wo du wieder einsteigen kannst und was auf deinem Übeplan steht. Punkt Nummer 4, mache dir einen Plan, wie du vorgehen möchtest. Also überlege dir unbedingt vorher, wie du beim Klavierspielen lernen überhaupt vorgehen willst. Weil wenn du jetzt komplett ohne Strategie anfängst und mal hier ein bisschen was lernst und mal da ein bisschen was lernst, dann ist die Gefahr groß, dass du am Anfang eben vollkommen den Überblick verlierst. Ja, es ist ein Riesenunterschied, wenn der Weg beim Lernen wirklich klar ist, wie eine gut ausgeschilderte Route, ja, oder ob du eben querfeldein in den Wald reinläufst und dann auf einmal gar nicht mehr weißt, wo es jetzt lang geht, ja. Und da ist mein Tipp, hol dir unbedingt Hilfe, wenn du noch nie ein anderes Instrument mal vorher gelernt hast und du absoluter Anfänger bist, würde ich dir auf jeden Fall dazu raten, einen geeigneten Lehrer für dich zu suchen, mit dem du dir einfach erstmal ein gutes Grundniveau erarbeitest und der auch einfach mal ein bisschen einen Blick auf die Technik und die Sitzhaltung hat. Wie du einen passenden Lehrer für dich findest und worauf du dabei achten solltest, erfährst du übrigens in diesem Video hier. Wenn du bereits schon Vorerfahrung hast oder was ganz Bestimmtes am Klavier lernen möchtest,
dann kannst du natürlich auch Unterricht nehmen. Ja? Oder wenn du gerne selbst lernst, dann such dir eine geeignete Lernmethode, ja? Zum Beispiel in Form von einem Buch oder von einem Videokurs. Ja? Je nachdem, mit was du am liebsten arbeitest. Und es lohnt sich hier wirklich in dich und deine Fähigkeiten am Klavier zu investieren. Ja? Klavierspielen ist ja ein Hobby, mit dem man sich im Idealfall über mehrere Jahre beschäftigt, ja, und an dem man eben auch viele Jahre seine Freude haben wird, wenn man dran bleibt. Und da würde ich persönlich wirklich alles dafür tun, dass ich irgendwie meine Motivation eben hochhalte, ja, und dass ich immer wieder mir neue Inspiration hole, die mir dabei hilft, eben nicht jahrelang ohne Orientierung durch den Wald zu laufen, sondern eben was mir wirklich hilft, ganz zielgerichtet voranzukommen, sodass man eben auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Ja? Wenn du am freien Klavierspielen nach Akkorden interessiert bist, dann schau dir auf jeden Fall gerne mal meine Klavierkurse an. Mehr Infos dazu verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Und noch ein kurzer Tipp am Schluss. Höre viel Musik. Höre viel Klaviermusik, die dir gut gefällt, ja? Weil das kann dir echt dabei helfen, die Motivation am Klavierlernen aufrecht zu erhalten und dich immer wieder von Neuem aufzuraffen. Ich verlinke dir in der Videobeschreibung mal ein paar meiner Lieblingsstücke und vielleicht gefallen sie dir ja und du bekommst ganz neue Inspiration. Ja, und jetzt hoffe ich, dass diese 5 Tipps spannend für dich waren, egal ob du schon Klavier spielst oder vorhast, mit dem Klavierspielen anzufangen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, deine Melanie.